Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games und deswegen zocke ich auch All-Star Softball, mal schauen, was das Ding so hergibt. Copyright 1990, ja, ich erwarte mir wenig, obwohl das Cover schaut eigentlich ganz nice aus, das könnte eigentlich schon was werden. Naja, lassen wir uns überraschen, ich kenne das Spiel nicht, ja, falls ihr das kennt, machen wir es slow, keine Ahnung. Falls ihr das Spiel kennen solltet und Erfahrung damit habt, gerne unten in die Kommentare reinhauen. Und ich würde in der Schule lieber spielen, Leute. Schaut irgendwie am nettesten aus. Local Rules! Okay. Es tut mir leid, Leute, ich bin schon ein bisschen müde. Es ist spät. Ich nehme spät auf und es ist schon die dritte Aufnahme heute. Bin schon ein bisschen durch. Okay, nehmen wir mal den. Der schaut mit der Brille, der gefällt mir. Oder der Punk ist auch nicht so schlecht. Wem nehmen wir denn da? Was hat der? Den Kevin. Kevin, das ist der Kevin, den nehmen wir auch. Und dann. Was hat denn der für ein Bart? Okay, da gehe ich mal weiter und mache keine blöden Scherze mit einem gewissen Diktator. Den mit Brille und was ist denn das für ein Nice Guy? Nehmen wir den Nice Guy. Ich muss noch mehr nehmen. Dann nochmal Typ mit Brille. Und ist noch irgendwo ein Typ mit Brille? Nö. Dann nehme ich den vielleicht doch noch den interessanten Mann mit dem Bart hier. Ich hoffe. Der Platz wird dadurch nicht zu braun. Und ihm dann auch den Johnny Boy. Okay, und den coolen Typ mit Hut auch noch. Und da ist noch einer mit Hut. Den wird auch noch genommen. Fertig, okay. Finde ich ganz nett, dass man sein Team so zusammenstellen kann. Finde ich nett. Ja, mit sowas kriegt man mich, ich weiß. Genau. Nein, nix change, play the ball. Ah, okay. Komm schon, schieß. Man sieht sogar die Leute, das finde ich ja cool. Die schauen dann wirklich so aus. Nix. Ja, einmal nicht ins Auto geschlagen, das freut mich. Und der rennt hoffentlich ordentlich. Ja, yeah, safe. Okay, geht schon, nächster. Das war nix. Batsch. Und der hat im Instant gefangen. Mist. You're out. Okay. Geht schon. Das war nix. Der war doch viel zu weit links. Ah, der hat ihn schon wieder gefangen. Der Schweinehund. Die haben sich wirklich Mühe mit der Grafik gegeben, muss man schon sagen. Wie renne ich da? Der ist out. Der ist doch out. Sieht, wie ich der Einzige, der sieht, dass das out ist. Was tust du? Boah. Fang den Ball. Fang den Ball. Mach irgendwas mit dem Ball. Wieso? Da zurück. Oder rüber. Safe. Safe. Muss ich den Ball hinschießen? Ich weiß es doch nicht. Okay, keine Ahnung. Wieso ist immer alles safe hier? Einsammeln, oh yeah! Andere Richtung vielleicht. So, da. Da, zum Obermove hier.
Ja. Also ich bin ja nicht der Schießt. Ich Blödel. Da, schieße. Ja, ist eine Softball-Baseball-Umsetzung eigentlich ganz nett gemacht. Aber jetzt auch nicht unbedingt etwas, das man unbedingt spielen muss auf dieser Welt. Schnappt euch den Ball, Jungs! Da! Nix safe da! So, weiter geht's. Wie oft muss ich noch werfen? Der ist hoch! Komm schon! Ja. Komm, nimm den Ball. Ja. Ich wenig zum Sagen zu dem Spiel. Ist halt zum Baseball geben. Kann damit nichts mehr. Ich habe schon so viele Baseballspiele gespielt. Am NES. Zum Glück, ich bin ja froh, dass ich BB Baseball hinter mir habe. Das war furchtbar. Da habe ich irgendwann mal 5 Baseballspiele hintereinander spielen müssen. Und. Die sind einfach nicht gut gealtert, was soll ich sagen? Die sind einfach nicht so gut gealtert, diese Games. Ja, vor allem nicht das letzte Game, wenn man vorher Darkness gespielt hat und dann spielt man sowas hier. Das ist halt schon ein bisschen eine Niederlage. Da kann man nicht drum herum sprechen. So, da sammelt er diesen Ball, komm. Ja, 0-0. Nein, 0-10. Was auch immer. Okay, ich spiele noch auf der Insel. Geht schon. Einmal noch spielen auf der Insel. Geht schon. Einmal noch Schlagmann. Ah! Geht schon, nochmal. Ah, schon wieder nichts. Der war doch falsch geschossen. Nix. Ah, wie schlecht. Boah. Bitte sei nicht out. Eine Niederlage nach der anderen. Und jetzt bin ich schon wieder der Werfer. Ach Gott, die 10 Minuten sind noch nicht um. Also 10 Minuten können so lang sein manchmal. 10 Minuten können so lang und auch so kurz sein. Das lernt man beim NES gespielt. Also manche Leute sagen ja, alle NES-Games zu spielen wäre Lebenszeitverschwendung. Ich widerspreche diesem Argument immer. Weil gesagt, man kann ja immer dieses Gameplay analysieren, ob das gut ist oder nicht. Aber ich bin hier durch mit dem Gameplay, hier gibt es nichts mehr zum Analysieren. Das ist ein Baseballspiel. Was sie nett gemacht haben, ist mit den Grafiken, dass die Spielfiguren alle anders ausschauen. Das ist super, super gemacht. Aber ansonsten bleibt es halt Baseball. So, da schießt den Ball zurück. Boah! Nimm den Ball und wirf ihn. Wirf den Ball. Out. Ja, endlich war ich mal schnell genug für ein Out. Jetzt, der Mann mit Bart hat jetzt geworfen, habt ihr das gesehen? Ah ja. Schlecht. Ei. So. Ja. Safe. Okay. Das war's für mich heute. Ich bin raus. 10 Minuten sind vorbei. Das war Baseball. All-Star Softball. Entschuldigung, Baseball, Softball. Ich weiß, es macht einen Unterschied. Sorry.
Baseball, Softball, NES. Wenn ihr große Softball-Fans seid, bitte, dann tut es euch das an, von mir aus. Für mich ist jetzt Schluss. Wenn ihr noch andere Sachen sehen wollt, die nicht unbedingt was mit Baseball zu tun haben, dann schaut mal da drüben nach. Ansonsten da unten abonnieren, jeden Tag ein neues NES-Game. Und an was bleibt sonst noch? Ja, Daumen hoch da lassen. Daumen hoch, Leute. Daumen hoch nicht vergessen. Und ich verstelle meine Stimme und weiß eigentlich gar nicht, warum.